Also mein Name ist Editha Blochwitz. Ich bin hier gekommen durch meinen Mann und bin ich hier seit 1986. Ich habe nur englische Sachen. Mein Mann hat sich damals von 1976 in die englische Ware spezialisiert. Und so ist es geblieben. Schlicht, zeitlos und wunderschön. Einer von denen passt bestimmt für meine Ohren. Das war für Rohrei mit Speck, Rohrei mit Tomaten. Die Engländer haben auch oft Tomaten gehabt. Und so kann man mit heißem Wasser hier diesen Einsatz, das dazu, für Braten, wo das Fett abtrocknen sollte. Eine Teedose, das ist auch so ein bisschen Meisterwerk, weil heutzutage sieht man selten sowas. Ne? Dann mit blutigem Herz verkauft man das. Ein paar Sachen sind besonders, wo man auch ein bisschen seelisch daran hängt, weil die stehen nirgendwo in jeder Ecke, so kann man sagen. Ein Chihuahua, das war unser Schmuckstück und gehörte schon zum Antikcenter. Leider Gottes, den gibt es seit 10 Tagen nicht mehr. Und viele Kunden vermissen ihn, weil er hat sich mit vielen Kunden auch befreundet. Leider, alles hat ein Ende. Und Schluss.